Am 31. März, Leute, ist schon mein neuer YouTube-Kanal Zocker Let's Play gestartet. Also, guckt mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zum Kanal, falls ihr einen Link braucht. Ansonsten einfach in die Suche eingeben, Zocker Let's Play, wisst ihr Bescheid. Da gibt es ab sofort jeden Tag, Leute. Jeden Tag. Bis Ende des Jahres. Bis Silvester 2023. Jeden Tag ein Video. Jeden Tag eine geile Let's Play-Folge. Es laufen immer zwei Let's Plays gleichzeitig. Immer im Wechsel die Folgen, heute das, morgen das andere, morgen, übermorgen wieder das und so weiter, immer im Wechsel. Alles natürlich, ihr kennt mich, in bester Qualität, ja. Alles nur in 4K, verlustfrei, bla bla bla, bisschen geht nicht mehr, beste Qualität, beste Leben. Also Leute, lasst ein Abo da und Popcorn nicht vergessen, Junge, Popcorn nicht vergessen, wichtig. Moin Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Motorfest. Warte mal, das Wort mit L dürfen. Informationsvideo, so. Mit ganz viel Spekulation, die ich mir gerade einfach ausgedacht habe. Das ist nicht real, ja. Ich habe mir das nur ausgedacht, ja. Ganz wichtig. Das ist völlig frei erfunden. Auch die ganzen Zahlen, die habe ich mir einfach gerade. Ne, das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Zahlen gewürfelt. Natürlich ist es ein Feature, was wir eventuell einfach standardmäßig schon voraussetzen heutzutage oder was man einfach erwartet. Aber tatsächlich, ich habe bisher gar nicht darüber nachgedacht. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht haben das andere Leute auch nicht und die fänden das cool, diese Info zu haben. Deswegen mache ich heute das Video hier. Und man hat auch bisher in den Trailern dazu nichts gesehen. Aber ja, klar, eigentlich, warum soll man die nicht anpassen können? In Six Shoe 2 konnten wir das schon. Da gab es auch tatsächlich gute Möglichkeiten. Man konnte den Helm anpassen. Ich weiß nicht, gab es eine Sonnenbrille? Nee, eine Sonnenbrille gab es nicht. Du konntest den Helm anpassen. Eine Sonnenbrille gab es nicht. Dann konntest du Oberteil anpassen. Dann konntest du Unterteil, also Hose anpassen. Und dann die Schuhe. Und es gab noch Handschuhe. Und du konntest dich entscheiden, bei dem Helm und bei den Handschuhen, möchtest du die dauerhaft immer tragen oder nur, wenn du ein Rennen fährst. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im Hauptquartier rumgelaufen ist, dann hat man den Helm zum Beispiel nicht aufgehabt und die Handschuhe auch nicht. Und wenn man jetzt ein Rennen gefahren ist, dann waren die dann dran, ne? Und es gab Outfits in Six Shoe 2, ja, ist auch nichts Neues, gab es auch schon. In Six Shoe 3 wurde das Ganze ein bisschen, meiner Meinung nach, ja, auf jeden Fall, doch, es wurde besser gemacht. Es gibt mehr Möglichkeiten, aber vielleicht blende ich einfach mal eben so nebenbei ein Video von Six Shoe ein, dass ihr mal seht, was gab's da so, ne? Also, natürlich muss man sagen, und das ist auch ganz, ganz wichtig, in Six Shoe 2 gab es zu Release fast nix im Verhältnis zu heute, fast nix, was du dir an Klamotten aussuchen konntest, ne? Da gab's wirklich nur ganz, ganz wenig. Heutzutage, mit den ganzen Motorpässen, die hier reingekommen sind und mit den ganzen Updates, die reingekommen sind, über 5 Jahre lang, gibt es natürlich viel mehr Auswahl, ja. Und ich kann euch schon mal sagen, zu Beginn von Motorfest wird es viel, viel mehr Anpassungen geben, als zu Beginn in The Crew 2. Okay, das ist auch nicht schwer. Aber ich glaube, es sind auch mehr Anpassungen, als jetzt aktuell in The Crew 2 drin sind, ja. Das ist krass. Und es gibt auch neue Möglichkeiten. Insgesamt gibt es circa 300 Anpassungen. Jetzt muss man dazu sagen, das kommt alles noch aus einer Alpha, Beta, Blabla-Test-Scheiße hier. Also, nee, das ist natürlich alles. Also, ich spekuliere mal darauf, dass es 300 Anpassungen geben wird. Wahrscheinlich sogar mehr. Sagen wir mal 300 plus. Na, aber natürlich, das ist natürlich klar. Es werden Updates ins Spiel kommen, es wird einen Shop, es wird einen Shop geben und sehr wahrscheinlich kannst du auch im Shop dann irgendwelche coolen neuen Sachen kaufen, ne? Das ist, finde ich auch richtig geil, dass es sowas gibt, ne? Ich mag sowas, so Geld auszugeben für so einen Schwachsinn, mache ich voll gerne. Voll geil, ich feiere das. Ja, also da wirst du auch neue Sachen bekommen. Es wird auch kostenlose neue Sachen geben mit irgendwelchen Updates und bla bla bla. Gar keine Frage. Und vielleicht, das ist ja schon safe, das wissen wir ja schon, genau. Es gibt sogar, wenn ihr, ja, warte mal, muss man vorbestellen? Wie war das? Nee, genau.
Wenn du die Ultimate Edition von The Crew Motorfest bestellst, egal ob die vorbestellt ist oder nicht, wenn du die Ultimate Edition hast, dann bekommst du ja diese zwei Fahrzeuge. Und wenn wir mal genau hingucken, dann steht auch bei diesen zwei Fahrzeugen dabei, es gibt ein Outfit, und zwar ein Avatar-Outfit. Macht ja irgendwie auch Sinn, weil Ubisoft arbeitet ja auch gerade an dem Avatar-Spiel. Egal, was können wir anpassen? Natürlich können wir uns sehr wahrscheinlich, wenn wir das Spiel neu starten, erstmal einen Charakter auswählen. So wie wir das von The Crew 2 kennen, so wie wir das von Forza kennen oder von Unbound. Das Ding ist, bei The Crew 2 konntest du dir nur den Charakter auswählen. Du konntest sonst nichts ändern. Du konntest keine Haarfarbe ändern, du konntest das Gesicht nicht ändern, wie schlank oder dick der sein soll, wie groß oder klein der sein soll. Das ging alles nicht. Es gab, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 5 Charaktere. Du konntest dir einen aussuchen, fertig, Thema erledigt. Und wir kennen das ja zum Beispiel aus Need for Speed Unbound oder aus Forza. Ich glaube, in Unbound sogar noch besser gemacht, weil in Unbound gibt es wirklich gute Möglichkeiten, Haare anzupassen, Haarschnitt, Gesicht kann man sogar anpassen mit vielen Möglichkeiten. Was man hier in Motorface anpassen kann, das kann ich euch leider nicht sagen, das geht nicht. Also es gibt keine Spekulationen dazu. So. Also was ich weiß, ist, dass man den Körper anpassen kann. Und ich glaube, es wird mehr sein als nur, willst du den oder den Charakter, sondern ich glaube, du wählst einen Grundtyp aus, wie ihn Unbound, und kannst den dann anpassen. Ne? Vielleicht nicht krass, aber ein bisschen einfach, ne? Das wäre ja schon mal geil. Was ich rumspekulieren kann, ist, es gibt noch zwei weitere Kategorien, und zwar einmal Kleidung und Animation. Ja, Kleidung kann man anpassen, Oberkörper, Unterkörper, Schuhe, Helm, das ist genau wie in The Crew 2, Handschuhe und Outfits oder Anzüge, ist genau wie in The Crew 2. Aber was jetzt neu gekommen ist, es gibt auch Kappen und Brillen. Ja, also kannst du eine Sonnenbrille aufsetzen oder eine normale Brille kannst du dir aufsetzen und du kannst eine Kappe kannst du dir anziehen. Das gibt es ja auch in Forza zum Beispiel, ne? Und du kannst auch hier im Spiel wahrscheinlich dann die Kappe nach vorne machen, die Kappe nach hinten machen, was dir halt besser gefällt. Das gibt es auch. Ja, und wie gesagt, Anzüge, das kennen wir ja schon aus The Crew 2, also diese Outfits, ne? Aber was ich euch nochmal hier sagen kann, wir spekulieren mal darauf, dass es circa 70 Teile für den Oberkörper gibt, also Hemden, T-Shirts, bla bla bla. Das Ding ist, das gefällt mir jetzt wieder nicht so gut, aber es ist in Ordnung. In Unbound zum Beispiel ist es so, oder in Forza glaube ich auch, du kannst dir zum Beispiel ein T-Shirt aussuchen und darüber kannst du eine Jacke anziehen. Und da kannst du verschiedene Jacken nehmen, verschiedene T-Shirts und kannst das dann kombinieren. In The Crew ist das nicht so. Es gibt zum Beispiel dann ein Hemd und darunter hast du ein weißes T-Shirt an. Du kannst das T-Shirt nicht ändern. Ja? Du hast nur dieses weiße T-Shirt dann. Also es ist immer ein Paket, das wollte ich damit sagen. Ne? Es ist immer ein Paket. Zum Beispiel Jacke mit T-Shirt. Fertig. Kannst aber nichts irgendwie austauschen. Scheint so, kann sich noch ändern. Wir spekulieren darauf, dass es 70 Oberkörperteile gibt. Außerdem spekulieren wir darauf, dass es circa 55 Unterteile gibt. Also für den Unterkörper kurze Hosen, lange Hosen, Shorts, Bermudas, was auch immer. Hier so Hawaii-Shorts, da sehe ich mich drin. Ne? Dann spekulieren wir noch darauf, dass es circa 70 Schuhe geben wird. Wir spekulieren darauf, dass es ungefähr 20 Kappen geben wird. 10 Brillen. 2 Handschuhe, das ist sehr wenig, aber wie gesagt, da wird noch mehr kommen, ne? Wahrscheinlich wird es auch zu Release noch ein bisschen mehr geben. Und natürlich auch Anzüge, und da sage ich jetzt einfach mal 10 Stück. So. Cool ist auch hier wieder, du hast nicht von Anfang an alles frei. Du kannst dir mit der Zeit Sachen freischalten. Auch ungefähr so ein bisschen wie in Forza, da konnte man sich auch mit der Zeit so Sachen freischalten. Man konnte die kaufen mit Ingame-Geld, aber es gab auch welche, die man freischalten musste. Und das wird hier auch so sein. Wir spekulieren mal darauf, dass du am Anfang vielleicht so insgesamt, also alle Kategorien, so ungefähr 50 bis 80 Teile hast. Und den Rest, sagen wir mal circa 300 Stück, den kannst du dann erspielen, kaufen, gewinnen, was auch immer. Müssen wir mal abwarten. Und wir spekulieren mal darauf, dass wir unser Outfit nicht im Haus ändern. Weil es eventuell ja sogar auch kein Haus gibt, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, ne, ob es ein Haus gibt. Es gibt keine Informationen dazu, keine Ahnung. Wir spekulieren aber mal darauf, dass wir das nicht im Haus ändern, sondern dass wir das auf einem terrassenartigen Ding machen, wo im Hintergrund sehr viel Vegetation von Hawaii zu sehen ist, so Pflanzen und so weiter. Darauf spekulieren wir mal.
Und dann haben wir noch eine neue Kategorie, und zwar Animation. Das gab es nicht in The Crew 2. Das haben die sich auch abgeguckt von Forza und auch von Unbound, weil, also, oder, ja, wahrscheinlich hat es Unbound von Forza und die haben es jetzt von beiden, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es Animationen. Wenn du gewonnen hast ein Rennen, dann macht dein Charakter dann am Ende irgendeinen Move. Oder was weiß ich, irgend so behinderten Fortnite-Tanz, keine Ahnung. Ja, ob diese Animationen jetzt kommen, wenn du gewonnen hast, oder ob man die auch irgendwie so auslösen kann. Sagen wir mal, du läufst irgendwo im Hauptquartier rum oder in dieser Tuning-Show. Ich hoffe, ihr habt das andere Motorfest-Video gesehen, ne? Bruder, Tuning-Wettbewerbe in Motorfest, ey, krass. Kann sein, dass du da rumlaufen kannst und du kannst eine Animation machen. Zum Beispiel, das ist jetzt wirklich komplett spekuliert, ne? Real Talk jetzt. Man hat in dem Trailer, da hat man gesehen, wie eine Person von einer anderen Person ein Foto gemacht hat. Das kann sein, dass das nur NPCs waren, die da so auch rumlaufen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Animation gibt. Dann tut er so, als hätte er eine Kamera und er tut so, als würde er ein Foto machen. Das kann ich mir auch vorstellen. Oder es sind halt einfach nur Animationen, die nur kommen, wenn du dann gewonnen hast in Endscreen. So kann auch sein, ne? Aber das kennen wir auf jeden Fall von Unbound und von Forza. Coole Sache. Also, man muss sagen, die haben sich sehr viel von anderen abgeguckt. Aber es ist ja nicht schlecht. Ich habe jetzt schon sehr viele Kommentare gelesen. Das ist ja Forza Horizon 6, Forza Horizon 2.0, was weiß ich. Aber ey, ich sag dir ganz ehrlich, warum denn nicht? Klar ist es irgendwie abgeguckt, ja. Warum? Es ist ein offenes Geheimnis, glaube ich, ne? Das ist ja, es sieht ja wirklich so aus wie Forza. Aber es ist ja nicht schlecht, ne? Also zum Beispiel das Ding mit den Animationen hier. Warum soll man das jetzt nicht reinmachen? Nur weil das schon jemand anderes hat? Nö, das ist doch Quatsch. Dann macht das doch trotzdem rein, ne? Das Ding ist ja, The Crew hat ja auch Eigenarten, die haben die anderen nicht, ne? Klar, irgendwo gleichen sich alle so ein bisschen an. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein anderes Spiel. Und ja, ich freue mich mega drauf. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen kurzen Einblick auch mal bekommen in die Charakteranpassung. Und dass es auch Charakteranpassung dann auch geben wird. Das war ja bis jetzt nicht so klar. Also natürlich ist es jetzt hier nur alles spekuliert, aber ja, ist ja cool. Ist eine coole Sache. Wie der Umfang dann wirklich im Endgame aussieht, können wir uns angucken. Es wird ja noch eine Closed Beta geben im Juli. Vielleicht gucke ich mir das da auch nochmal an, wobei man da ja auch wieder sagen muss, es ist ja immer noch eine Beta. Wahrscheinlich macht das einfach nur Sinn, sich das später mal im Endgame anzugucken. Wir werden es abwarten, Leute. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.